Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diese super fluffigen Pancakes und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Für die Pancakes benutze ich 250 Gramm Mehl, 250 Milliliter Milch, 2 Eier, 70 Gramm zerlassene Butter, 30 Gramm Zucker, eingestrichenen Teelöffel Backpulver und eingestrichenen Teelöffel Natron. Und jetzt können wir auch schon loslegen. Ich fange an, indem ich die Eier verquirle. Dann tue ich die Milch dazu. Dann kommt der Zucker dazu. Die trockenen Zutaten, und zwar das Natron und das Backpulver. Verrühre ich ein bisschen mit dem Mehl. Das wird jetzt mit der Ei-Milch-Mischung verrührt. Und zu guter Letzt kommt die geschmolzene Butter dazu. So, der Pancake-Teig ist jetzt fertig. Ich lasse den 5 Minuten ruhen und in der Zeit kann ich schon meine Pfanne erhitzen. Wenn die Pfanne einigermaßen warm ist, dann tue ich ein bisschen Butter oder Ghee oder Schmalz in die Pfanne. Je nachdem, was ihr habt. Ihr könnt alles benutzen. Wenn die Pfanne richtig warm geworden ist, stellt den Herd auf mittlere Stufe. Ich nehme dann immer gerne einen Eislöffel. Der hat so eine gute Größe. Und dann mache ich immer den Eislöffel voll. Und verteile das so ein bisschen, damit es eine schöne runde Form hat. Wenn sich auf den Pancakes Blasen bilden, dann kann man die Pancakes wenden und die andere Seite muss man dann auch gar nicht mehr so lange braten. Da reicht meistens schon eine halbe Minute bis zu einer Minute und die sind fertig. Die super fluffigen Pancakes sind jetzt fertig und die sind wirklich mega lecker. Probiert die unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und diese kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.